begeben wir uns auf eine Reise in das Paris des 18. Jahrhunderts. Hallo ihr lieben Bücherfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, da dies mein erstes Video aktiv vor der Kamera ist, möchte ich euch natürlich noch an dieser Stelle ein gesundes, fröhliches Jahr 2018 wünschen. Ich hoffe, es hat ganz viele schöne und unvergessliche Momente für euch und es hat nur Gutes im Sinn. Ja, so viel nun zu meinen Glückwünschen an euch. Ich möchte euch heute ein Werk vorstellen, was mir freundlicherweise vom Verlag zur Verfügung gestellt worden ist und ich mich darüber sehr gefreut habe und ich mich an dieser Stelle auch nochmal recht herzlich dafür bedanken möchte. Und zwar spreche ich von einem historischen Kriminalroman, welcher in Paris spielt. Und zwar spreche ich von dem Werk Kommissar Le Floch und die Weißmäntel von Jean Francais Parot aus dem Plessing Verlag. Dieses Werk ist zum ersten Mal in der deutschen Übersetzung 2017 erschienen und hat insgesamt 480 Seiten. In diesem Werk begleiten wir den Kommissar bzw. den noch in Ausbildung befindlichen Kommissar Nicolas Le Floch bei seinem ersten Fall. Er wird herangezogen, um den Fall einer Korruption eines anderen Kollegen zu untersuchen bzw. aufzudecken. Dabei kommen noch viele andere Widrigkeiten hinzu, die dann Le Floch untersuchen muss bzw. möchte und seine, seine Neugier sogar schon geweckt wird. Er muss dabei eine Vielzahl von Widrigkeiten überwinden, die sowohl seine eigene Person betrifft, sein Privatleben betrifft, aber auch die den Fall betreffen und die ganzen Verwirrungen aufklären. Das Schöne an diesem Roman ist, dass wir uns nicht in der Neuzeit befinden, sondern wie ich schon gesagt habe, in einem historischen Kontext sich das Ganze befindet, beziehungsweise wir uns in einem historischen Paris befinden. Ja, da es sich hierbei um einen Kriminalfall handelt, möchte ich eigentlich an dieser Stelle gar nicht so viel vorwegnehmen, um die Spannung für den einen oder anderen interessierten Leser doch noch aufrechtzuerhalten und nicht so viel vorwegzunehmen. Im Genre historische Kriminalfälle handelt es sich um ein Genre, was ich doch durchaus sehr, sehr gern mag und ich auch sehr gerne danach greife. Aus diesem Grund habe ich mich sehr auf dieses Buch gefreut und war sehr, sehr neugierig, welcher Kriminalfall zwischen diesen zwei Buchdeckeln steckt und wie das Paris im 18. Jahrhundert so auf mich wirkt und wie ich es empfinde und wie es der Autor umgesetzt hat. Ja, meine anfängliche Neugierde oder Freude ist leider ein wenig der Ernüchterung gefolgt. Der Autor hat es nicht geschafft, mich zu 100% abzuholen. Das hat im Wesentlichen zwei Gründe. Und zum einen lag es an dem Kriminalfall. Der Kriminalfall war gut durchdacht, das kann man nicht sagen. Er war gut konstruiert und war an sich schlüssig. Und es waren sogar zwei Stränge, die der Kommissar Le Floch zu bewerkstelligen hatte, beziehungsweise zwei Kriminalfälle, die er zu bewerkstelligen hatte, aber dennoch beide miteinander zusammenhängen. Dennoch war der Kriminalfall für mich persönlich mit keiner Überraschung gespickt, wo ich sagte, okay, das hat jetzt noch für mich eine Wendung, wo ich sagen kann, okay, damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet, was ich persönlich sehr, sehr schade finde. Nichtsdestotrotz ist dieser Kriminalfall ein solider Kriminalfall und man kann ja auch ehrlich gesagt nicht immer etwas Neues erwarten, besonders nicht bei Kriminalfällen. Aber trotzdem hätte ich mir vielleicht die ein oder andere Überraschung gewünscht, beziehungsweise vielleicht hätte ich es mir auch gewünscht, dass ich meinen Verdacht nicht so schnell erraten hätte können, beziehungsweise ich vielleicht auch noch ein bisschen länger im Dunkeln geblieben wäre, dann hätte mich vielleicht der Krimi-Fall an sich mehr abgeholt. Aber dennoch möchte ich sagen, dass für Leser, die nicht so oft zu Kriminalfällen greifen, doch durchaus abgeholt werden können. Der zweite Grund,
der mich ein wenig ja ernüchtert hat, ist, dass ja Paris nicht so ja herausgearbeitet worden aus historischer Perspektive. Ich hätte mir gewünscht, dass Paris beziehungsweise man die Gegebenheit von dem historischen Paris noch mehr herausgearbeitet hätte. Ich fand immer, dass der historische Aspekt relativ weit im Hintergrund gerückt ist. Klar, man hat es gemerkt an bestimmten Situationen wie, ja, wir haben eine Kutsche, die bedient wird. Also wir haben natürlich kein Automobil oder sonst irgendwas. Wir haben noch keinen Strom, der fließt und alles Mögliche. Aber trotzdem war das für mich so, als wird dieser historische Aspekt so ein bisschen in den Hintergrund gerückt worden sein. Und dass es gar nicht so viel zur Geltung kommt. Und das hat mich ja ein wenig gestört, weil aus diesem Grund lese ich ja auch historische Kriminalromane, um auch wirklich diesen Aspekt des Historischen zu lesen. An dieser Stelle muss ich aber auch sagen, dass ich nicht gewusst habe, dass es sich bei diesem Werk um eine Reihe handelt und dass dieses Werk schon oder die Reihe schon 13 Bände im Französischen ja bereithält. Und ja, aus diesem Grund ist es vielleicht auch erklärbar, also jedenfalls habe ich es mir so im Nachhinein erklärt, warum der historische Aspekt noch nicht so herausgearbeitet worden ist und der Autor ja theoretisch, ich kenne ja nun nicht die anderen Werke, noch sehr, sehr viel Zeit hat, um den historischen Aspekt zu erarbeiten und noch mehr herauszuarbeiten. Ja, wenn das Werk aus diesem Grund sehe ich auch mal diesen Kritikpunkt, dass der historische Aspekt nicht so herausgearbeitet worden ist, etwas abgemildert. Und ja, ich hoffe sehr, dass in den anderen Bänden, dass diese auch übersetzt werden, weil mein Französisch ist leider nicht so hervorragend, dass ich es in der Originalsprache lesen könnte, dass sowohl weitere Werke übersetzt werden und dass der historische Aspekt noch weiter ausgearbeitet wird. Ja, dieses Werk hat natürlich nicht, weil sonst hätte ich es nicht bis zu Ende gelesen, nicht nur negative Aspekte. Und zwar ein weiterer Punkt, der mir sehr gut gefallen hat, war, und ich vermute, dass es für einige vielleicht gar nicht so eine große Rolle spielt, aber mir hat es sehr gefallen, dass dadurch, dass die Kapitel doch durchaus eine gewisse Länge haben und ja, und ich nicht so der Typ bin, dass Kapitel so ewig lang sein sollten. Ich habe dadurch ein wenig entschädigt worden, dass das Kapitel immer mit ja, einem französischen ja, Zitat oder einer französischen Vers begonnen hat. Und die Übersetzung dieses Verses mit auf Deutsch abgedruckt worden ist, was mir persönlich sehr, sehr gut gefallen hat und ich recht schön fand. Ja, die Schreibe des Autors ist eine Sache, wo ich, muss ehrlich sagen, erstmal wieder reinkommen musste. Und zwar hat es einen Grund, wenn ich finde, dass historische Romane, sei es nun mal Kriminalfälle oder nicht, immer ja so ein bisschen sich der Sprache der jeweiligen Zeit anpassen. Und ich finde, wenn man da schon eine Weile nichts davon gelesen hat, muss man sich erstmal in die Schreibe wieder hinein versetzen, beziehungsweise an die Schreibe erstmal gewöhnen. Ich finde, das hat der Autor sehr, sehr gut gelöst und für mich war es ja, sehr, sehr flüssig zu lesen und er hat mich mit seinem Schreiben auch wirklich auch an das Buch gebunden und ich war durchaus motiviert, dieses Buch weiter zu lesen. Aber an der einen oder anderen Stelle muss man sagen, dass der Autor sich manchmal mit seinen Sätzen überschlagen hat. Und zwar
fand ich, dass er in manchen Sätzen einfach zu viel hineinpacken wollte, anstatt 3-4 Sätze draus zu machen, hat er eben halt nur 2 oder einen Satz draus zu machen. Also die Länge der Sätze war manchmal so, es hätte nicht geschadet, dass man daraus 2 Sätze macht und es wäre vielleicht an einer oder anderen Stelle dann doch flüssiger zu lesen. Aber ich muss auch sagen, ich kann mir durchaus vorstellen, dass dies der ein oder andere Leser dann doch sehr gerne mag und vielleicht auch diese langen, verschachtelten Sätze sehr, sehr positiv finde. Mich hat es an der einen oder anderen Stelle dann durchaus doch, ja, gestört. Auch wenn ich einige Kritikpunkte an diesem Werk habe, also dass der Kriminalfall mich nicht so wirklich 100% abgeholt hat und ich den historischen Aspekt nicht so für wahnsinnig gut herausgearbeitet empfunden habe, kann ich für Einsteiger, für historische Kriminalromane dieses Werk durchaus empfehlen. Dadurch, dass es ja der Beginn einer Reihe ist und ja der Kriminalfall trotzdem gut durchdacht ist und ja das Historische vielleicht noch erstmal noch im Hintergrund steht, kann ich es für Einsteiger durchaus empfehlen. Für Leser, die dieses Genre doch durchaus schon mal gelesen haben bzw. schon einige Erfahrungen damit haben, würde ich sagen, ja, man sollte an dieser Stelle nichts Neues erwarten, aber mit der Hoffnung, und ich hoffe es wirklich sehr, weil ich würde es mir wünschen, dass die Fortsetzung mit den nächsten Bänden durchaus noch besser werden, weil ich sehe nämlich durchaus Potenzial in dieser Reihe und ich persönlich würde mich sehr freuen, weil ich wirklich gerne noch Le Floch, den Kommissar Le Floch, noch weiter verfolgen würde.